Und natürlich ist Franz Beckenbauers Tod heute ein Muss-Thema, habe ich schon am Beginn der Sendung anklingen lassen, zumal in einer Sendung, die zeigt das wunderbare Welt des Fußballs heißt. Aber Problem ist, sein Tod wurde vor 6 Tagen bekannt und in diesen 6 Tagen hat gefühlt jeder lebende Deutsche sich zu Franz Beckenbauers Ableben geäußert, in die eine oder in die andere Richtung. Es hat ganz viele Diskussionen gegeben in den Medien und in den sozialen Medien und ich will mal kurz die Gelegenheit hier nutzen, um nachzuerzählen, was also alles zu Franz Beckenbauer gesagt worden ist. Da gab es dann immer die einen, die gesagt haben, der größte deutsche Fußballer ist tot, die Fußballwelt trauert und einen wie ihn wird es nie wieder geben. Ja, aber der Korruptionsskandal, den muss man auch erwähnen, wenn man ehrlich ist. Ne? Ja, schon, aber sportlich war er der größte. Ein ganz besonderer Spieler und auch ein ganz toller Mensch, sagen übrigens alle, die ihn kennen. Ja, aber der Skandal, das Sommermärchen, ne? Genau, das Sommermärchen. Das haben wir auch ihm zu verdanken. Ja, aber das Schwarzgeld, ja. Ja, aber das ist ja alles nach wie vor nie ganz bewiesen worden und ganz unabhängig davon war er einfach der tollste Fußballer, den Deutschland je erlebt hat. Und die Steuerhinterziehung, was ist damit? Ja, aber er war trotzdem der Kaiser, die Lichtgestalt. Ja, aber die Skandale, die darf man nicht vergessen. Nein, Skandale. Aber er war trotzdem der Größte, den Fußball Deutschland je hatte. Ja, aber dann waren auch die Affären da, die Frauen, die vielen Frauengeschichten waren da auch noch. Ja, aber auf dem Rasen war er ein Gigant. Ja, aber das Sommermärchen, das viele Geld, was ist damit? Ja, aber im Trikot auf dem Rasen war er der Kaiser und alle sagen auch ein toller Mensch. Ja, aber kein Vorbild war er. Auf dem Rasen schon. Ja, aber die WM 2006, das viele Geld. Das geht jetzt endlos so weiter. Können wir jetzt auch uns weiter schenken. Das Problem ist, wie gesagt, er hat seine verschiedenen Seiten gehabt. Ich bin vielleicht auch ein bisschen froh, dass ich nicht mit ihm verheiratet war, aber ich bin total traurig, dass er nicht mehr da ist. Denn er war der erste Superheld meines Lebens und sehr, sehr viele sind auch nicht mehr dazugekommen, wenn ich ganz ehrlich bin. Christian Streich hat auch mal genau erklärt, was Franz Beckenbauer ihm bedeutet hat. Und ich habe ihn kennengelernt dürfen und das war toll. Ich war da bei Sky im Studio am Sonntag. Und klar, wenn du, wurde ich dem Vater gesagt, dass ich Franz Beckenbauer treffe, wir zusammen vor der Kamera sitze, hat er gesagt, was? Du hockst mit dem Franz Beckenbauer vor der Kamera? Der dachte, er spinnt. Und da sieht man dann, was das für eine Bedeutung hatte. Und vielleicht als letzte Anekdote, ich wollte mal, vielleicht sagt es gar nicht so wenig, ich hätte in die Maske sollen. Da, wo ich ihn das erste Mal getroffen habe, so richtig. Und dann hat er gesagt, geh du zuerst in die Maske. Bei Sky 90 am Sonntagabend. Da habe ich gesagt, nein, ich gehe nicht in die Maske. Ich gehe nie in die Maske. Da hat er mich angeschaut und hat gesagt, was? Doch, geh in die Maske. Geh jetzt in die Maske. Und da habe ich mich nicht traut zu sagen, ich gehe nicht. Ich habe mich nicht traut. Ich war noch nie in der Maske. Ich habe dieses Gepuder da. Aber ich bin sofort in die Maske. Und dann war interessant, dass die Frau da saß, die Visagistin, und die hat gesagt, der Mann, wo sie jetzt gerade da reingeschickt hat, das ist der letzte Mann hier in dem Laden. Und damit ist eigentlich alles gesagt über den Franz Beckenbauer. Ja, vielleicht noch nicht ganz alles. Nett ist die eine Sache. Ich glaube aber, was ihn sehr ausgezeichnet hat, ist, dass er auch nie seine Wurzeln vergessen hat. Ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass du weißt, wo du herkommst. Ja? Und wenn du aus Giesing kommst und aufgewachsen bist und es eigentlich, sagen wir mal, zu verdanken hast, dass du noch am Leben bist, das war unser Fußballplatz, wo wir waren, der SC 1906, denn da sind die ganzen Granaten eingeschlagen. Also wenn da Häuser oder was oder Beton gewesen wäre, dann hätte es wahrscheinlich das ganze Viertel zusammengehauen. Und wenn du das weißt, dann kommst du auch gar nicht in die Versuchung, größenwahnsinnig zu werden. Und um Franz Beckenbauer rankt sich einer der größten wahren Mythen der deutschen Fußballgeschichte überhaupt, denn er wäre ja beinahe nicht bei den Bayern gelandet, die meisten wissen das, sondern bei 1860 München. Ein auch sehr, sehr großer Verein in den 60er Jahren, noch auch deutscher Meister geworden, damals im Europacup-Finale gestanden und was nicht noch alles, also auch ein sehr, sehr großer Verein, anfangs größer als die Bayern. Und da wäre er eigentlich hingegangen und ist es dann nicht aufgrund eines einzigen Umstandes, der mittlerweile legendär ist. 1966 feiert er den ersten von 4 Pokalsiegen mit den Bayern. Dazu kommen ebenso viele Meisterschaften, obwohl er eigentlich beim Rivalen 1860 München spielen sollte, bis zu einem Jugendspiel.
der Mittelläufer von 60, der war also nicht sehr freundlich zu mir und hat mich immer wieder so ein bisschen gestichelt und herausgefordert. Und ich habe dann irgendwann einmal, kam dann mein Jähzorn durch und habe ihm dann gesagt, was ich von ihm halte, nämlich nichts. Und das hat ihm auch nicht gefallen. Und dann hat er mir eine Watschen gegeben, eine Ohrfeige. Und dann habe ich nach dem Spiel gesagt, pass auf, Kameraden, ich gehe nicht zu 60, zu diesem Schlägerverein gehe ich nicht. Ich gehe zu Bayern. Und er wurde dort ganz jung schon zum Weltstar, da war er noch nicht mal 21 und galt als der beste deutsche Fußballer, als der kommende Weltstar überhaupt und der Mann, um den sich eigentlich alles dreht im deutschen Fußball. Und deswegen gab es auch schon sehr früh eine Doku. Wir haben ja sicherlich, ihr habt sicherlich davon gehört, von der wirklich sehr, sehr guten Doku, wenn ihr sie noch nicht gesehen habt. Es gibt sie noch in der ARD-Mediathek, die gespenstischerweise lange eingeplant war für den vergangenen Montag, was dann der Tag war, an dem wir erfahren haben, dass Franz Beckenbauer gestorben ist. Fantastische Doku von Christoph Nahr und Philipp Grüll. Wie gesagt, ARD-Mediathek, wenn ihr sie noch nicht gesehen habt. Es gab aber, und das ist auch genauso Zufall, genau gestern vor 54 Jahren auch schon mal eine große Doku, wo man ganz, ganz viel erfahren hat über den privaten Beckenbauer, der die Filmemacher damals ganz nah an sich rangelassen hat. Ich bin ein Mensch, der liebt nicht die Schau oder den Rummel. Ich bin lieber zu Hause in meinen vier Wänden. Ich gehe auch ganz selten aus, höchstens mal zum Essen mit meiner Frau. Masse und Idol. Was steckt eigentlich hinter so einem Nationalheiligtum, hinter so einem Star des Fußballplatzes? Also sein Leben kennenlernen, ihn beobachten, ihm Fragen stellen. Welche Musik bedeutet Ihnen was? Das ist schwer zu sagen. Oder sagen wir mal, die ich mag. Ich mag zum Beispiel Tom Jones sehr gerne. Training der deutschen Nationalmannschaft unter Bundestrainer Helmut Schön. Das Besondere an Franz Beckenbauer ist, dass er eben, wenn man jetzt vom Fußball spricht, ein Vollblut-Fußballer ist. Ein Mann, der den Ball absolut beherrscht, der Freude am Spiel hat, dem es Spaß macht, seine Kapriolen zu treiben. Da rennt das Vollblut, um in Schöns Sprache zu bleiben. Und selbst für Laien macht es Spaß, seinen eleganten Touren zuzusehen. Seine Meisterschaft wird neidlos anerkannt. Franz Beckenbauer ist ein Fußballidol heutzutage. Und er hat das gemacht, was nur wenige machen. Er hat von Anfang an danach gelebt, möchte ich sagen. Außerdem ist er schnell, außerdem hat er ein hervorragendes Kopfballspiel und er hat ein hervorragendes Auge- und Stellungsspiel. Also er hat alles, was einen erstklassigen Fußballer auszeichnet. Er ist ein ruhiger Spieler und auch ein ruhiger Mensch. Und er ist im Leben, stellt er etwas da in seinem Beruf und auch auf dem Fußballfeld. Alle Fähigkeiten, die er hat, verkörpert er so exzellent, dass er eben Weltklasse darstellt. Er ist ein begnadeter Spieler, wie ich immer sage. Ich habe oft schon mal zum Franz, wenn er mussmutig war, gesagt, wenn du in der Früh aufstehst, bete, dass dich der liebe Gott so ausgestattet hat mit solchen Fähigkeiten. Für mich ist er einer der besten Spieler der Welt. Das Besondere ist daran, dass der Franz eine ganz bekannte Persönlichkeit ist und dass er immer so geblieben ist, wie er war, wie ich ihn kennengelernt habe. Er ist älter geworden, er ist reifer geworden, aber er ist der gleiche Mensch geblieben. Die Trophäen eines Weltklasse-Spielers hat Franz auf dem Weg in seinen Keller untergebracht. Das Mausoleum seines Ruhms. Die stupiden Erinnerungsplaketten für Länderspiele des DFB. Kitsch as Kitsch can. Und der Porzellanschuh von der Firma, für die Franz hochdotiert als sogenannter Repräsentant wirkt und Werbung treibt. Fußballschuh und Trainingsdress tragen den Namen Beckenbauer. Ich sehe es mit den Werbungen, dass die Leute interessiert sind, mit mir Werbung zu machen. Ich glaube, das ist das erste Zeichen, dass man doch einigermaßen bekannt ist. Wir testen Franz Beckenbauer. Wie viel Kraft steckt hinter seinen Schüssen? Wir wollen es genau wissen. 114 Kilo. Schmeckt prima und so richtig kräftig. Müssen Sie probieren. Kraft in den Teller. Geld auf die Bank. Franz soll über 20.000 Mark für die Suppe erhalten haben. Sein Haus in München sollen, mit einer Infrarot-Alarmschleuse gesichert, verrät äußerlich nichts von seiner kleinbürgerlichen Herkunft aus Giesing. Das Statussymbol des Erfolgreichen kostet laut Liste fast 23.000 Mark. Er bekam Rabatt. Ich habe mir mit Herrn Schwan, oder besser gesagt, ist es Herr Schwan, sich mit mir eine Versicherungsagentur aufgebaut, die im Moment vielleicht etwas schleppend läuft, weil wir ja sehr wenig Zeit dafür verwenden können, aber sie läuft. In 10 Jahren
Und dann möchte ich mich vom Berufsleben zurückziehen und der Franz muss vielleicht ins zivile Berufsleben steigen. Hat der Franz eine Grundlage, auf der er weiterarbeiten kann und von der er, wenn auch nicht mehr unter den heutigen Einkommensverhältnissen, sogar leben könnte. Und bitte, man muss ja auch damit rechnen, dass ein Spieler verletzt wird. Kaiser Franz regiert die Stunde. Und es scheint so, als ob Franz Beckenbauer es genießt, von den Menschen verehrt und begehrt zu werden. Auch bei Beckenbauer gilt das Rezept, eine Hand wäscht die andere. Der Mann, für dessen Wurstwaren er mit seinen Autogrammen wirbt, ist nicht nur der beste Mäzen des FC Bayern, sondern auch durch die Versicherungsagentur Beckenbauer Schwan versichert. Franz sorgt vor. Im Falle des Falles, wenn etwa durch einen Unfall plötzlich der Fußballruhm und der Fußballrummel aus sein sollten, will er nicht nur sein Schäfchen im Trockenen haben, sondern eine ganze Schafherde. Er wird sie haben. Die Mannschaft ist die Basis für Kaiser Franz. Viele wollen hoch hinaus und bleiben einer unter vielen. Wenige nur haben Kopf und Kraft genug, mit ihrem Talent so Haus zu halten, dass sie ein ganzes Leben davon leben können. Wie zum Beispiel Franz Beckenbauer. Wie allgegenwärtig er jetzt hier für mich ist, ich habe schon vorhin erklärt, er war wirklich der erste Held meines Lebens, ist mir klar geworden, als ich durch die Wohnung gegangen bin und gedacht habe, okay, lass uns mal gucken, was wir zu Franz Beckenbauer haben, was ich vielleicht irgendwo dekorativ hinstellen könnte. Es gibt natürlich ein paar ganz naheliegende Sachen wie diese alten Biergläser oder die alten Franz Beckenbauer-Figuren, aber es hat sich noch viel mehr angefunden, was in irgendwelchen Winkeln dieser Wohnung, die ihr ja immer nur sehr, sehr eingeschränkt sehen könnt, schlummert. Wir haben das alles mal jetzt nebeneinander postiert hier unten. Und zwar könnt ihr sehen, zum einen das legendäre alte Bayern-Trikot. Dann sehen wir daneben den Franz Beckenbauer Trainingsball. In der Mitte jetzt gerade die Franz Beckenbauer Sport Hose in verschiedenen Farben noch in einem Original-Verkaufsdisplay. Daneben der Franz Beckenbauer Familientrimmer. Daneben auch sehr interessant Hermetic, ein Haarschneider, für den Franz Beckenbauer Werbung gemacht hat, mit dem man sich die Haare schneiden kann, mit Ersatzklingen noch, auch in einem Verkaufsdisplay. Dahinter eine Sammelkarte mit einem Stück Originaltrikot von Franz Beckenbauer und alte Bücher. Das muss ich überhaupt sagen, Bücher gibt es auch zu Franz Beckenbauer zur Genüge. Ich weiß nicht, wie viele Bücher über ihn erschienen sind, also ganz, ganz, ganz viele. Und er war eine Werbeikone. Das haben wir eben schon anklingen sehen. Das sehen wir jetzt nochmal in einem eigentlich wenig bekannten Spot aus dem Jahr 1970. Da ging es um die WM in Mexiko und Franz Beckenbauer hat moderiert für Aral. Wir schalten um ins Aral-Mexiko-Studio. Hallo liebe Fußballfreunde, das ist der Schlachtruf der Aral-Mexiko-Fahrer, wo immer wir spielen werden. Und übrigens, Alemán heißt im Spanischen Deutsch, claro. Das sind natürlich nur ein paar der vielen Gewinner, die bereits ihre Mexiko-Reise in der Tasche haben. Und heute kommen noch einmal 30 hinzu. Aral, immer am Ball. Alles in Ordnung, Herr Notar? Ja. Dann bitte die Namen der 30 Glücklichen dieser Woche, die wir bereits vorher ermittelt haben. Ich hoffe, Sie sind dabei. Wieder 30 Freunde mehr, die unsere Mannschaft drüben unterstützen werden. Dafür der Aral unseren herzlichsten Dank. Mhm, aber auch dieses Video könnte euch möglicherweise gefallen.